dann obduziert werden. Im Rahmen des Kommunal- und Europawahlkampfes hat FDP-Chef Guido Westerwelle das Verlagshaus des Nordkuriers in Neubrandenburg besucht. Am Abend wird Westerwelle dann in Greifswald erwartet. Die FDP setzt sich im Kommunal- und Europawahlkampf unter anderem für eine Sonderwirtschaftszone in den neuen Bundesländern ein. Grenzübergreifend, auch in die Nachbarstaaten hinein, sollen hier niedrigere Steuern gelten und bürokratische Hürden abgebaut werden. Die FDP verlangt auch einen flexibleren Arbeitsmarkt mit größeren Freiheiten für die Arbeitgeber. Für eine freie und faire Gesellschaft lautet die Überschrift eines Vortrages, den Parteichef Westerwelle am Abend bei seinem Wahlkampfauftritt in Greifswald halten will. Wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen und am Ende jubeln dann beide, dann muss das wohl...